Kid, got a message from the mayor. He wants you to know that the Alliance Council has made a decision regarding Allsorts and the Knight. He wants you in his office for a meeting today. Got it? Na klar. Great. Now I have to find Higgins. Was, der soll auch kommen. Ah, glad you could join us. Bevor das hier weitergeht, ne? Erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Portia. Es ist früher Morgen und scheinbar direkt Versammlung. Wir haben Higgins am Start. Wir haben eine Dame der Ratswache hier. Und Merlin und Arlo und ja, Gail und uns. Now that everyone's here, let's start the meeting. This here is Miss Ursula, a captain of the Council Guards. She and her team have been sent here by the Council to reinforce us. Yes, yes. Let me just get to the point. After listening to the report from Molly, the Council has decided that it's imperative that we find the All-Source AI right away. It's essential to the survival of the Free Cities in the face of adversaries like Duvos. Okay. You want to use it against Duvos? That's not for me to say. My mission is to find it and take it back to Altera for study. You know, I'm never one to stand in the way of progress, and this is going to make me sound like Lee. But who made a decision like that? We don't know anything about Allsource, Mayor. I have received a telegraph from our representative saying that the majority of the council voted for this. I can't believe it myself. Those fools. I brought the passcode key back with me. I'll need the researchers to help us locate the AI. How come Molly didn't come? She's still being debriefed, especially about this rogue knight. She'll come later. What am I here for? We might run into situations where we need builders, so I thought a man of your reputation needed to know. Also, we'll establish a team to look for and eliminate this rogue knight. Arlo, why don't you lead that team? Take one of my men, Ryder. Start with the perimeter of the town. We don't know where he could be hiding. Sure. We'll start looking for the AI right away. I'll be in touch. Any questions? Ja, so kann ich Geld haben oder so, damit ich euch unterstütze. Good. That is all. Meeting adjourned. Ja, danke schön. Time is ticking. If that rogue knight somehow gets ahead of us, there's no telling what that could mean for the Free Cities. Ja, will also die KI einsetzen, um den Feind zu besiegen. Ja, und die KIs haben ne, alles hier kaputt gemacht schon lange, deswegen. Ah. Weiß nicht, ob es so die beste Strategie ist. Wenn wir schon in der Stadt sind. Dango. Oh, nice to see you. I'm wondering, you fought that knight. What was he like? Ja, was interessiert denn dich das? I just happen to love the ideal of knighthood, you know. Gallantry and honor. So I have a passing interest in them. Na gut, das ist ein Krimineller. What exactly is a knight? Didn't you have knights in Barnarok? Anyway, if you're looking for a history lesson, it's best you talk with Isaac. But knights are highly skilled warriors that defend the weak and balance the strong. Or that's how it's supposed to be. But nowadays. We're getting off topic. I'm thinking of trying to find this knight and have a talk with him. Good idea. Want to reason with him? That's right. I can't sleep well knowing a do-bad knight is in the neighborhood. Gives me a bad name. Have you asked the Civil Corps to help you? Ever since the Council Guard showed up, our Civil Corps members have become errand lads for the captain. I know Remington and that Ryder fella have been going around searching for that knight, but I think they're in the mood for talking it out. Ja, an der Stelle auch mal, ich habe einen Kommentar irgendwie nicht angezeigt bekommen, übersehen, wie auch immer, von Switch Grind Gamer. Wenn ich die beste Angel haben möchte, ne, dementsprechend erwähne ich das jetzt mal, brauche ich alle Kaiserfische im Museum, dann ist das wohl möglich. Ja, aber ich muss dir leider mitteilen, Sonja, du und ich, wir passen einfach nicht so. Well, it was fun while it lasted. Not. Ja, ich fand's auch nicht so toll. Es tut mir leid. Ja? Jetzt will sie mit mir spielen. So lobe ich mir das. Isaac, wenn wir gerade schon hier sind. You want to know about knights, and you're not named Toby. Interesting. Sure. I can share my knowledge on the subject. Ja, hau raus, mein Bester. What do you want to know? Alles. Who are the knights? They first appeared as sellswords during the first century of the Age of Darkness. People had no food, so some of the stronger, more capable fighters sold their service and protection to people who could feed them.
Macht ja erstmal Sinn. This somehow intertwined with nostalgic notions of nobility and chivalry passed down from the old world society. And these warriors took up a very ancient name for their craft. For the last two centuries of the Age of Darkness, the knights became a symbol of righteousness and good, protecting the weak and fighting injustice. Yeah, that is ever since the time of Peach, there's been less and less knights around. We have standing armies, the Civil Corps, and adventurer guilds now. The knights of the old are a dying breed indeed. How to become a knight? The rules for knighthood are strict. A person can only become a knight when he or she has been through the accolade process, in which three other knights acknowledge and pronounce that person fit for knighthood. That's why there are less and less knights around today. You can't easily find three other knights. Aber ich habe schon zwei gefunden. Was Django a knight? That's what he claims, but I think it's just his passing fancy. Django is a featherweight when it comes to combat. I've seen him run from a panbat. Don't be fooled by his sword training. Gut, vielleicht habe ich nur einen anderen gefunden. Okay. Wir haben jetzt mit Sonja schon Schluss gemacht. Jetzt werde ich leider auch. Okay, noch ist gar nicht Zeit, ich wollte mit Antoine auch Schluss machen. Ja, ich habe lauter Leute vor der Tür, die mit mir spielen wollen. Wir müssen jetzt mal kurz gucken, was das Soziale angeht mit Sonja, auf welchem Level wir jetzt natürlich sind. Man kann mehrere Freundinnen haben, das wissen wir ja auch, aber da müssen wir aufpassen, dass die sich nicht gegenseitig entdecken. Sonja, wo? Oh, Beziehungskiller. Ist das eklig. Ja, okay. Klar, wir haben uns nicht im Schönen getrennt, scheinbar. Merke ich schon. Du lernst immer mehr, wunderbar. Das heißt, wir machen ja auch erstmal freundschaftlichen Fortschritt. Ja, und ich würde mich auch mit Sonja hier treffen. Was geht? Ja, komm. Lass mal morgen was machen. Ist immer das Beste nach dem Abbruch von einer Beziehung erstmal am nächsten Tag direkt was unternehmen. Hallo Yogi, wenn du Zeit hast, kannst du vorbeikommen. Ich habe ein paar Fragen über diesen Ritter, den du getroffen hast. Das haben wir schon erledigt. Liebe Bürger, ich bin stolz darauf, dich zu der Eröffnungszeremonie für das Gasthaus an den heißen Quellen in Portia morgen einzuladen. Komm bitte vorbei und setz dir die neuesten Attraktionen unserer Stadt an. Ja, wunderbar. Morgen ist Party. Party. So, wir haben Samstag. Das heißt, können wir da noch mal, ich sag mal, nachjustieren mit Düngemittel? Komm. Müssen wir in der nächsten halben Stunde müssen wir da eigentlich nochmal ran, damit wir hier auch ordentlich Ertrag bekommen. Also ich weiß nicht, ob das denn Dünger ist oder ob das die Beschleunigung ist. Gut, die sind noch gedüngt, aber die brauchen auch noch einen Tag. Daher, ja. Lagerhaus für fertige Güter. Jetzt können wir mal alles einsammeln. Alles, ich habe keinen Platz mehr im Inventar, never mind. Alles einsortieren. Ich war ein bisschen angeln gestern Abend, ne? Für neue Cash-Gewinne. So, hier haben wir wieder Platz, das ist doch schön. Alles einsortieren, schauen wir mal, was übrig bleibt. Nicht viel tatsächlich. Nicht viel. Ja, die Forschungsnotizen, das ist ja jetzt alles schon durch. Das heißt, ich werde das Zeug mal in die Bastelkiste packen. Wo ist die Bastelkiste? Wo sind die Forschungsnotizen? So rum. Die Fische, ja, aktuell brauche ich sie eigentlich nicht, aber ja. Können ja mal gucken gleich, was aktueller Cash-Bedarf ist. Ja, wir haben mal wieder einen Baumwolllama. Ich würde das ja erstmal füttern. Guck mal, lecker Äpfelchen. Noch ein Äpfelchen. Noch ein Äpfelchen. Noch ein Äpfelchen. Guck mal, wir füttern dich mal mit Aroma-Äpfeln. Ich glaube, das ist produktiver. Du bist trotzdem schlecht gelaunt einfach. Ja. Okay, ich bin bereit. Ich sitze drauf. Okay. Ja. Komm schon. Benimm dich. Ja.
Scheiße! Ich bin da echt nicht gut drin. Ich glaube also, ne? Es sind aber auch viele gerade. Können wir das ein bisschen langsamer machen? Wenn die nicht an der gleichen Stelle aufploppen? Das fände ich doch wesentlich angenehmer. Wieder fehlgeschlagen. Ah, ich brauche eine neue Fallenkiste dafür. Ich kann bald keine Fallenkisten mehr herstellen. Das geht doch nicht. Es ist einfach... Ich muss mit Ginseng, glaube ich, füttern, dass das am meisten glücklich ist, sag ich mal. Am happigsten. Und dann können wir darüber nachgrübeln, wie wir es effektiv einfallen können. Oder es ist tatsächlich ein Zufallswert und es hat gar nichts damit zu tun, ob ich treffe oder nicht. Wir haben ein paar Federn. Daher können wir das ja direkt wieder aufstellen. Falls ich auch noch Ginseng habe. Da. Ja, gleich mal eine Runde düngen. Wo ist der gute Dünger? Da. Ja. Dünger anwenden. Ja, Baumwolle braucht ja nicht mal viel. Ah, die ist ja direkt instant glücklich. So. So. Baumwolle düngen. Und die wichtigen Dinge. Der Salach ist zwar auch heute fertig, aber ne, der ist nicht so wichtig, weil der nicht unser Tagesauftrag ist, sag ich mal. Ja, der erntet Ack auch schon alles. Ja, Ack, was geht Ack? Ja, Gott sei Dank haben wir es nochmal gedüngt, ne? Das machen Ack und ich schon gemeinsam die Arbeit. Toll. Was habe ich denn eigentlich eingestellt? Dann sind wir aber mit Sonja relativ zurück zum Anfang. Das tut auch weh. Das tut auch weh. Nur weil wir uns getrennt haben. Ich hätte ja nichts dagegen, weiterhin drei Beziehungen zu haben. Aber nein. Das wollen sie ja wieder alle nicht. Doch, hier, das verstehe ich gar nicht. Kommen wir hier noch ein bisschen Dünger rein. Dann wächst der Zeolare-Baum ja auch schön. Äpfelbäumchen. So, schon wieder kein Dünger mehr am Start. So, Fangmenü wieder bestücken. Wahrscheinlich noch ein paar goldene Ginseng kaufen gehen. Oh, so eine Verkaufskiste hier. Ich hier daheim einfach Sachen verkaufen kann. Sag natürlich unseren Tierchen heute auch mal hallo. Und das war eine gute Streichelgruppe, sag ich mal. Das nicht so ganz. Ja. Und du kriegst eine Sonderbehandlung. Und euch verkaufe ich jetzt eine Runde. Nee, erst morgen, keine Angst. Ihr dürft noch einmal Eier legen, sozusagen. Dann schauen wir mal, was Ack an Baumwolle gepflückt hat. Das ist natürlich interessant. 144, sehr schön. Das ist doch mal eine Ansage. Gehen wir mal in die Gartenkiste. Garten, bitte. Dankeschön. Und hauen da mal... Wo haben wir denn? Baumwollsamen kann ich da rein tun. Den Dünger kann ich da rein tun. Ist das auch ein Museum? Nee, kann ich nicht. Können wir hier mal Holz wieder in die Holzkisten tun. Holz und Harz und auch den guten Stuff hier, die Holzkohle. Gehen wir mal noch an die Essenssachen. Essen. Guck mal, da ist getrockneter Klingenficht, ist fertiges Essen, never mind. Ich hatte schon gedacht, was macht denn da das nicht fertige Essen drin? So. Könnte man noch einen KI-Chip besorgen? Ich wüsste jetzt aber aktuell nicht für was dementsprechend. Ne? Ich warte erstmal. Ich habe ja letztes Mal auch noch hier die Klinge gemacht, um eine Schneidemaschine herzustellen. Die ist auch mittlerweile fertig. Die können wir jetzt in unsere Fabrik noch stellen. Nicht, dass ich das wieder vergesse. Und wir müssen auch noch die Fischaxt machen. Ach nee, meine Maus geht schon wieder nicht klar. Toll. Warum mag die Maus es hier jedes zweite Mal drin nicht? Ist einfach...
zu krass hier drin. Wo ist die Maschine? Da ist die Maschine. Ich würde gerne erstmal kurz rausgehen, um wieder reinzugehen. Weil, das ist ja kein Zustand so. Dankeschön. Maus geht, okay. Gehen wir wieder rein. Brauchen wir da immer so den zweiten Anlauf? Ja, jetzt kann ich mich hier wieder umgucken. Moment, habe ich hier die falsche Schneidemaschine gemacht? Aber die brauche ich bestimmt eh. Warte, wir gehen mal gucken. Ich habe nur die kleine gemacht. Na toll. Einmal nicht aufgepasst, schon den Scheiß gebaut. Entschuldigung. Wo haben wir denn das gute Ding denn? Aufladestation, Bushalte, alles Schneider. Ah, da fehlt noch ein industrieller Ofen und zwei Stahlhüllen. Aber die Maschine brauchen wir. Okay, das war gar nicht mal so schlecht, dass wir die hergestellt haben. Das fehlt halt nur ein Schritt. Aber das sollte ja kein Problem sein. Wir machen einfach hier zwei Stahlrahmen. Und aus dem machen wir zwei Stahlhüllen. Dann brauchen wir auch zwei Kerne. Die dürften auch hier sein. Die können wir nicht herstellen, weil uns Blutsteine fehlen. Das heißt, wir werden erstmal noch Blutsteine kloppen gehen. Aber erstmal kurz ins gute hier Handelsstation. Vielleicht noch ein kurzer Preischeck. Können wir uns noch vielleicht das Haus-Upgrade holen. Moin die Damen. Ah, 84%. Ich hätte schon gerne die 100% wenigstens. Na, da müssen wir ein bisschen warten, aber 20% weniger, das tut schon ein bisschen weh. Da müssen wir vielleicht nochmal angeln gehen. Ack, es war, Ack, Antoine gestern, das war ja eigentlich ganz nett mit dir, aber... It's nice to see you every day. Ich finde es auch ganz schön, aber nicht auf die Art. Fine by me. Tut mir leid. Ja, das ist ja schief und schepp, das ist ja... Also, das ist ja illegal. Fehlt noch ein vierter. Okay, die Uhren stimmen. Da war eine Wölbung. Na gut, das ist ja hier. Das sieht man ja sofort. Ich meine, diese Stacheln hier sollten da eigentlich auch nicht sein. Da setzt du dich hin und hast die im Nacken. Das ist vielleicht, ne, würde ich behaupten, unangenehm. Aber, who am I to judge? Wenn da wer so einen Stachel im Rücken haben möchte, vielleicht ist das ja auch ganz angenehm mal. So. Diese Wölbung hier ist auch gewollt. Ja, ich wollte nicht draufhauen. Würde ich sagen, wir machen einen kleinen Hinweis. In dem Stachel... Ach, der Stachel ist falsch rum. Der schiebt sich gar nicht so schön tief rein, wie sich das gehört. Oh, ich sehe gerade, bei den Farbkombinationen hier ist mein Greenscreen nicht so zufrieden. Ja, der Hintergrund. Den mag er nicht. Mit so einem Reifen darfst du nicht auf die Straße. Da läuft es nicht rund. Kann man ausmerzen, das ist so lange gar kein Problem. Ach, was geht, Antoine? Okay, wir sind trotzdem noch Freunde, ich sehe schon. Wesley! We already have several orders from Vega 5 and Highwind. I think this harbor venture will do great for us. Ich habe noch keine bekommen. Okay, wir sind wieder, ich sag mal jetzt nicht Single, weil wir sind ja nur mit Emily zusammen, auch wenn die pisst ist, aber ne, wir sind ja noch zusammen. Dementsprechend, ja. Was geht ab? The mood here is totally different from Vega 5. Everyone seems to be so relaxed here. Oh. See you. See you. Emily, ich bin wieder nur mit dir zusammen. Was sagst du dazu? Darling, I don't know if I can ever... Ja, okay. Dann nimm einen Kuchen. It smells too good to eat. Ja, ich weiß. Und ne, du bist aktuell die Einzige für mich. Gut, wir nehmen Horsey und dann würde ich sagen, geht's los. Können wir kurz mal gucken hier, Stall. Horsey ist richtig pisst. Ich bin ja noch für verkaufen. Einfach verkaufen. Zucker ist vielleicht doch nicht das Beste.
Oh, ein bisschen Weizen. Weißt du, Zucker macht das Pferd aggressiv. Das wollen wir ja nicht. Wir interagieren. Wir streicheln es natürlich. Unpassender Ort. Ja, dann kommen wir hier rüber ein Stück. Interagiere ich halt hier mit dir. Und streichel dich hier. Ja. Ja, mein kleines Stinker-Hasi. Zurück. Jetzt gehen wir mal gucken, ob es jetzt vielleicht besser gelaunt ist schon. Ja, ein bisschen. Okay, sollte ich vielleicht nicht vergessen, Horsi zu streicheln. Horsi wird sonst aggro. Horsi findet das nicht lustig, wenn es nicht gestreichelt wird. Hier drüben habe ich gestern schon alle Steine mitgeholt. Das heißt, ich sollte mal auf der anderen Seite vielleicht gucken. Aber gut, die Folge ist vorbei. Dementsprechend sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen, wie immer in die Kommentare. Ich steche jetzt noch ein paar Lamas ab, damit wir hier einen Baumwolllama kriegen, was wir fangen können. Und ja, morgen um 18 Uhr geht's weiter. Bleibt gesund, hau rein und bye bye.